viermal so viele, so ungefähr zwei bis dreimal so viel, aber es wäre deutlich mehr. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen um 20 vor 8 in der Früh auf der A40 Richtung Dortmund. Herzlich willkommen zu Nachfeierabend Nummer 15. Heute wird uns der Weg nach Bad Oeynhausen, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, da wird uns auf jeden Fall unser Weg heute hinführen. Da haben wir dann arbeitstechnisch einiges zu tun und danach haben wir dann so ein bisschen Freizeit, beziehungsweise ich nehme mir die Zeit, um mir vor Ort, wenn wir schon mal da sind, auch ein paar Dinge anzuschauen, wie beispielsweise das Hermannsdenkmal. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Wettertechnisch wird das heute eine absolute Katastrophe werden für 16 Uhr. Also für ab 16 Uhr ist in der Nordhälfte von Deutschland schwerste Sturmböen angesagt von bis zu 120 km/h. Schnell, ja, und wir fahren gerade Richtung Norden. Also Bad Oeynhausen liegt bei Hannover von Köln aus ein ganzes Stück nach oben und nach rechts rüber. Da wird es wahrscheinlich dann auch ordentlich pusten. Ich freue mich schon sehr. Wir freuen mich auch, dass ihr wieder mit dabei seid und weiter geht's. So, kurzer Zwischenstopp hier auf einem Rastplatz an der A2. Das ist die Rastplatz Kleine Herrentei, aber mit T-H-E-Y, also Kleine Herrenwey geschrieben, also manche Worte. Ja, auf jeden Fall, wenn man schon einen Heckscheibenwischer hat, will man den auch benutzen. Ich war gestern in der Waschstraße gewesen und dieses Hütchen vergisst, glaube ich, jeder abzumachen. Ne? Wollen wir direkt mal entsorgen hier. Und als nächstes, wenn wir schon mal hier sind, ich muss jetzt zwar nicht auf Toilette, aber wir schauen uns die sanitären Einrichtungen mal an. Das ist so ein Rastplatz hier, wo halt nur so ein Klohäuschen da ist. Ne? War ich noch nie drin gewesen in einem solchen, weil ich auch eine sehr entspannte Blase habe. Ne? Aber jetzt gucken wir uns das mal an hier. Ja, hier ist für Herren. Ist sogar leer, sehr gut. Ja, so sieht das hier aus. Die Tür ist zu, ich traue mich gar nicht aufzumachen. Eisig kalt hier drin und schon sind wir auch wieder draußen. Ne? Haben wir dann auch mal gesehen. Klasse. Wenn wir schon mal unterwegs sind, kann man sowas dann auch mitnehmen. Ne? Grund war, wie gesagt, für den Pause jetzt hier dieses Hütchen da, diese Folie abzumachen. Weil das Wetter, jetzt ist auch gerade mal regenfrei, aber es hat die ganze Zeit geregnet bis hierher. Und ich habe festgestellt, also ich bin eine ziemliche Wutz, was mein Auto angeht. Ne? War gestern seit langem mal wieder in der Waschstraße gewesen und da habe ich festgestellt, dass man mit frisch gewaschenen Scheiben den Scheibenwischer bei Regen gar nicht so häufig braucht, weil das Wasser einfach abperlt vom Fahrtwind. Ja? Und gerade im Dunkeln, wenn es regnet und der Regen so richtig drauf klebt, sag ich mal, jeder kennt das, dann ist die Sicht halt deutlich eingeschränkt. Und vor allen Dingen, wenn das auf den Außenspiegeln auch dann, die lange nicht gewaschen worden sind, dann ist da hier so Staub drauf und all so ein Zeug und getrocknete Wassertropfen. Und da kann man wirklich teilweise nur sehr, sehr schlecht noch etwas erkennen. Deswegen bin ich froh, gestern mal wieder in der Waschstraße gewesen zu sein. Und damit können wir jetzt auch hier diese Reise angenehm und sicher fortsetzen. Weiter geht's. Zehn nach neun, 240 Kilometer Auto sind wir jetzt etwa gefahren. Herzlich willkommen in Bad Oeynhausen. Bad Oeynhausen. O-E-Y. Oeynhausen, irgendwie so wird das heißen. Ne? Ja, haben wir uns auch gerade schon wunderbar verfahren. Das war aber nicht weiter schlimm. Da haben wir hier mal gerade so einen kleinen Rast am Pennymarkt gemacht. So ein kleines Frühstück eingeschmissen. Und wir stehen jetzt hier auf dem alten Westbahnhof. Kann das sein? Irgend so ein Schotterplatz. Ne? Da vorne ist das so eine Bäckerei. Brotschaft. Brotschaft, so ein Wortspiel, ne? Bäckerei Brotschaft beim Pennymarkt. Ja, und ich konnte schon eben einen Blick auf das, ich hatte eben Hermannsdenkmal gesagt, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Die Rede ist vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Das konnte ich eben schon da auf dem Bergrücken da Thronen sehen. Und auf der 2 war noch ausgeschildert die Externsteine. Da bin ich auch schon gewesen, 2016 oder so. Als ich mal zu Fuß nach Berlin bin, ne, stand ich auf einmal davor, ohne zu wissen. Vielleicht nehmen wir die auf dem Rückweg auch noch mit. Ne? Muss mal gucken, wie es vom Wetter abhängt und so weiter. Ne? Die ziehen sich gerade wieder zu und es beginnt so ganz leicht zu nieseln. Aber wie gesagt, das richtig dicke Theater wird wohl noch runterkommen. So ab 16 Uhr wird auf jeden Fall spannend heute. Ja, jetzt wollen wir gucken, ob wir auch den richtigen Weg zur Einsatzstelle finden. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder oder später nach Feierabend.
So, die Arbeit ist erledigt. Herzlich willkommen auf dem Wanderparkplatz Kaiserstraße. Wandern in Porta Westfalica. Hier habe ich jetzt einen ganzen Parkplatz für mich alleine gefunden. Und rechter Hand wäre auch so eine kleine Grillhütte. Vielleicht werden wir da nach der kurzen Tour hier ein wenig Essen zubereiten. Vielleicht fahren wir aber auch weiter zu den Externsteinen. Denn es ist noch sehr früh und die werden wir auf jeden Fall auch noch besuchen, die Externsteine. Da freue ich mich riesig drüber. Ja, und so würde ich sagen, gehen wir erstmal auf Entdeckungstour und schauen uns das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an. Auf geht's! So ihr Lieben, und damit herzlich willkommen am Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Ich hoffe, dass mit dem Wind das hier so halbwegs klar geht. Es ist verdammt stürmisch, regnerisch, ziemlich schade, aber wir haben es geschafft, ja, und blicken hier auf der anderen Seite runter in das, ja Leute, ich behaupte, das müsste eigentlich das Weserbergland sein, ne? Da unten fließt die Weser und wir standen hier auf dem Berg, also ist es das Weserbergland, ne? Ich kenne mich hier natürlich überhaupt nicht aus, habe aber vorher so ein bisschen Google Earth bzw. Google Maps so ein bisschen studiert und da fiel halt auf, dass dieses Waldstück hier, sage ich mal, dieser Gebirgszug, das ist so ein ganz schmaler Streifen, der zieht sich hier durch die Region durch, parallel zur Weser, glaube ich, ne? Und dann eben hier im Hintergrund dieses pompöse Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu Ehren Wilhelm I., König von Preußen, Kaiser von Deutschland. Oh, Leute, dieser Wind, wenn der den Schirm umklappt, da könnte ich jedes Mal ausflippen, ne? Kannst du machen, was du willst. Das Drecksding halten, das fliegt immer weg. Mann, so ist Russius, der Winddingens hier. Ja, da freut man sich schön, vor so einem Teil hier zu stehen und ärgert sich dann über den Wind, ne? Leute, so ist das. Ich werde immer so bleiben. Viele von euch kennen das aber, glaube ich, auch. Stehst da und aus dem Nichts wird dir so eine Windböe um die Ohren geklatscht, ne? Kriegst du die Krise drüber. Also, das hat ähnlich pompöse Ausmaße wie das Deutsche Eck in Koblenz, die Reiterstatue. Ne, so ein richtig monumentales Bollwerk, ne? Richtig geil. Ja, das gehen wir auch schon die Treppen hier hoch, steigen weiter auf, hoffen, dass der Wind gleich nicht zu stark wird und dann sehen wir uns oben wieder. Leute, was für ein pompöses Bollwerk. Typisch Preußen halt, ne? Ja, und hat der Kaiser Wilhelm da die rechte Hand so ausstreckt, ist, glaube ich, der Entstehungszeit geschuldet. Wäre das nämlich nach dem Dritten Reich gebaut worden, dieses Denkmal, hätte der die rechte Hand wahrscheinlich nicht derart ausgestreckt. Also auf den ersten Blick habe ich gedacht, macht er da den Hitlergruß oder was? Ne? Aber das ist, glaube ich, einfach nur der damaligen Zeit geschuldet und hat keine bösen Hintergedanken. Ja, damit gehen wir dann auch hier mal diese Treppe hoch. Leute, Wahnsinn, richtig geil. Wenn das Wetter hier noch mitgespielt hätte heute, wäre natürlich auch die Drohne am Start gewesen. Aber bei diesem schlechten Wetter macht das keinen Zweck, ne? Die wird nass, die wird weggeweht und da ärgert man sich mehr, als dass man nachher Freude an den Aufnahmen hat. Ihr versteht, ne? Und deswegen ist auch nur die kleine Kamera dabei. Ist ja auch das Format nach Feierabend. Alles sehr spartanisch gehalten. Nichts gestellt. Einfach so, wie es vor die Linse kommt. Und so nehme ich euch jetzt hier gerade noch mit. Ja, da unten hat man auch einen Spielplatz errichtet. Für die Kleinen, damit die auch so ein bisschen Spaß hier haben, ne? So Kinder haben ja an so Denkmälern, glaube ich, wenig Freude. Also wenn ich da an mich zurückdenke, Kindheit, hat mich sowas nicht die Bohne interessiert, ne? Ja, heute ist das anders, ist auch richtig so. Ja, da sieht man nochmal die Weser, da drüben einen Funkturm, den hatte ich auch auf dem Schirm gehabt, da mal rüber zu gehen. Wusste aber nicht, wie das zeitlich hier aussieht. Und so habe ich das ausgelassen. Hätte ich gewusst, dass es so früh ist mit dem Feierabend, hätte ich die Tour natürlich ein bisschen anders geplant. Aber wie gesagt, bei dem Regen hier, bei dem Wetter, ist das schon alles gut, so wie es ist. Na, wir machen hier jetzt etwa 4 Kilometer ist die Tour bis zurück zum Auto. Ja, gucken wir gerade nochmal. Was haben wir hier? Den Moltke-Turm. Den haben wir, glaube ich, auch noch auf dem Schirm. Ne, hier Porta Westfalica, Kaiser-Wilhelm-Denkmal. So, dann gucken wir gerade mal, was das Garmin-Gerät sagt. So, wir sind instinktiv richtig gelaufen. Laufen jetzt weiter den Berg hoch. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zu so einer Höhle oder so. Also, weiter geht's.
So, etwa 1 Kilometer vom Hermannsdenkmal entfernt stehen wir jetzt hier vor dem oder an dem Moltke-Turm. Der diente ursprünglich als trigonometrischer Punkt. Ja? Das heißt, dass der wahrscheinlich für irgendwelche Vermessungssachen hier in der Umgebung da gewesen war. Und was steht da noch? 1906 wurde bekannt, dass das Ding nach dem Generalfeldmarschall Hermann Graf von Moltke den Namen Moltke-Turm führen sollte. Ne? Solche Namen sind natürlich immer an das Gedenken von irgendwelchen Personen. So, damit gehen wir dann auch mal hier hoch. Oh, Leute, richtig, richtig dunkel hier. Was ist hier los? Unverantwortlich, einfach so offen, ohne Tür und Hinweisschilder. Kann das wahr sein? Hier hört so ein bisschen meine Ironie in der Stimme. Aber hier kann man wunderbar hoch, auch wenn es ziemlich finster ist. Das macht auch den Charme so ein bisschen aus. Ich versuche auch erstmal permanent weiterzureden, um hier nicht irgendwie Langeweile aufkommen zu lassen. Ihr versteht? Ja, hier sieht man dann immer wieder solche, ja, ich bin geneigt dazu, das Schießscharten zu nennen. Aber wenn das so ein Vermessungsturm war, warum sollte man dann daraus geschossen haben, ne? So. Besteht aus Porter-Sandstein. Oh, hier pfeift auch schon der Wind wieder. Es geht langsam los. Eine ziemlich graue Wolkensuppe hängt da über uns. Da nochmal der Blick rein in die Ebene. Das ist wirklich sehr markant, dieser Gebirgszug hier. Ne? Der ragt da einfach raus, links und rechts, flach. Das hat man so hingebaut worden. Ne? Leute, ein fantastischer Ausblick, ein beschissenes Wetter, also runter und weiter geht's. Ja, damit sind wir auch schon am Berghotel Wittekindsburg. Die sieht mir ziemlich lost aus. Hier in der Mitte ist ein kleiner Pavillon, da kriegst du Kaffee und Kuchen oder was, das ist aber auch so. Ja, weiß ich nicht, ne? Ob das noch hier bewirtschaftet wird, Autos und sowas habe ich nicht gesehen. Ja, dann gehen wir hier mal weiter. Da kommen wir jetzt zu so einer Plattform, sag ich mal. Oh. Ach, das ist hier für... ach, gehen wir mal drauf, komm. Schirm lassen wir liegen, todesmutig. Und so. Ja, Bierbänke, nicht zu weit auf die Kante treten, sonst flappt das Ding um. Wir geben unser Bestes. Ah. Ja, das ist hier so ein Startpunkt für Paraglider oder wie heißen die? Oder Gleitschirmflieger, ne? Können die hier draufstehen, Anlauf nehmen. Boah, Leute, bei diesem Gegenwind, da werden die einfach hochgeflappt und fliegen kilometerweit weg, ne? Wahnsinn. Boah, da kann man sich ja fast gegenlehnen. Geil. Und dann ist noch gar nichts. Da werden noch Stürme auftreten heute im Laufe des Tages. Es wird biblischen Ausmaßes sein. Ich hoffe auch, dass der Ton hier halbwegs noch verständlich ist. Ansonsten müsst ihr mir verzeihen. Ja, dann gehen wir mal weiter. So, ein Highlight jagt das nächste. Jetzt stehen wir hier an so einer romanischen Kapelle. 1200 irgendwas, erstmalig erwähnt. Was haben wir hier? Ja, können wir so einen Blick nach drinnen werfen. Hier so ein Kreuz drin. Und ja, da werden wohl aber Führungen angeboten. Das heißt, man kann da so nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Jetzt gehen wir aber zumindest mal rum, wenn wir schon mal hier sind. Da haben wir dann auch wieder den Blick frei zu dem Wittekind-Hotel. Ne? Direkt ein paar Meter weiter. Ja. Ja, so sieht das hier aus. Kapellchen. Gucken wir nicht drin. Ja, müssen wir weitergehen. Gucken wir gerade mal aufs GPS-Gerät, was wir da als nächstes am Schirm haben. Also dafür, dass das Ding auf der letzten Tour so oft auf den Beton geflogen ist, funktioniert das immer noch. Also da kann man Garmin nicht böse drüber sein. Also die stellen wirklich sehr robuste Geräte her, aber am Kartenmaterial muss noch gearbeitet werden. Ne, wir müssen hier lang. Ja, und dann sind wir quasi auch schon wieder auf dem Rückweg. Aber da kommen wir dann an dieser Höhle hoffentlich noch vorbei. Wir lassen uns überraschen. Weiter geht's. So,
Also hier ein paar Meter zurück, da hat es schon einen ziemlich großen Baum erledigt, beziehungsweise ein sehr, sehr großer Ast ist vom Baum runtergekommen und der versperrt da den Weg. Das sieht auch relativ frisch aus. Ob das heute passiert ist bei den starken Böen schon, kann ich leider nicht sagen. Aber das Holz, das war total frisch, wie frisch aufgebrochen. Ja, und hier geht das weiter. Ne? Also da hat sich auch schon ein sehr großer Baum wieder verabschiedet hier, ne? Etwas älter. Der bildet jetzt so eine Art Rampe hier. Wenn wir hier mal schauen, das Wurzelwerk, ne, das sieht tatsächlich schon ein bisschen länger so aus, als ob das nicht ganz neu ist. Aber hier haben wir jetzt ein Problem. Hier ist auf jeden Fall die Telefonleitung jetzt schon begraben worden. Auch ein paar Masten sind umgeknickt. Leute, keine Ahnung, ob wir hier jetzt durchkommen. So problemlos, ne? Wir geben natürlich unser Bestes. Wir werden uns versuchen, hier lang zu stehlen. Da vorne wird es aber auch nicht viel besser, sehe ich gerade. Oh, das sind noch bestimmt 30, 40 Meter, wo es richtig schwierig jetzt wird. Ja, probieren wir mal hier oben rum irgendwie. Ah, das ist immer ärgerlich, ne? So. Hier hoch. Ja, vor allem, wenn das so ganz feines Geäst ist, ne? Das ist wie so ein Netz. Da stichst du dir in die Augen, da klatscht dir ins Gesicht die Scheiße. Dann lieber so ein paar große Brocken, die den Weg versperren, aber so kleines Geäst, das ist richtig ätzend, ne? Ja, sieht auch nicht so aus, als ob hier schon mal einer lang gegangen ist. Also könnte das sein, dass das heute hier runtergekommen ist, dieser Baum. Ja. So, ihr bleibt jetzt mal dran hier und seht einfach mal, was hier für widrige Umstände herrschen, ne? So. Ja. Ah, geht. So schlimm ist es doch nicht. Das sah durch das Geäst ein bisschen schwieriger aus. So, da sind wir auch schon fast wieder im Lauf. Ja. So, hier vorne auch noch so ein bisschen Holz, was da den Weg so ein bisschen versperrt. Das sieht auch relativ frisch aus, ne? Hier sowas. Das liegt doch nicht schon seit ein paar Wochen hier. Das ist relativ neu. Ja Leute, sind wir mal richtig gespannt, was da heute noch passieren wird. Das war eben so ein kleiner Vorgeschmack auf dem Wittekind-Turm. So, hier sehen wir es auch nochmal. Von wo ist das denn jetzt runtergekommen alles? Ja, irgendwie auch ein Ast. Von da oben. Okay, von dem Baum ist das abgebrochen. Ein ziemlich großer Ast. Daneben auch noch. Ja, stark. So kann man dann auf Fährtensuche auch gehen, ne? Macht es natürlich nicht angenehmer, hier durchzukommen. Ah, Leute, guckt euch das mal an, was da für ein Teil runtergekommen ist. Wahnsinn. Ja, und das sieht wirklich richtig frisch hier aus, ne? Dass er sich von oben hier so in das Erdreich reingestochen hat, dieser Ast. Ja, also wenn man da steht, Leute, da hat man keine Überlebenschance, ne? Es gibt ja so den Ausdruck, nennt sich Witwenmacher. Das sind so Totholzäste, die in den Baumkronen sich verkantet haben. Und bei einem Sturm oder bei sonstigen Bewegungen können die halt runterkommen und dann unten Leute erschlagen und damit Frauen zu Witwen machen, wenn eben der holzfällende Mann dabei ums Leben kommt. Witwenmacher, ne? Woher habe ich das? Aus D-Max, von irgendeiner Holzfäller-Serie. Da habe ich mir ein paar gemerkt, ne? Leute, weiter geht's. Und zack, damit stehen wir auch schon am nächsten Highlight, nämlich an dieser Höhle, die ich auf Komoot oder auf Google Maps, glaube ich, gesehen habe. Ist ja wurscht. Ne, hier können wir auf jeden Fall runtergehen. Ein ziemlich beeindruckendes Stollensystem. Oder das ist ein so ein großer Stollen. Nebenan habe ich gesehen, vom anderen Eingang, da ist ein Pärchen drin. Die machen gerade ein Lagerfeuer. Ich weiß gar nicht, ob die mich schon bemerkt haben. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal runter. Ich stecke die Kamera weg, weil es ist ziemlich steil. Und ich werde jetzt so in die Hocke runtergehen und dann so da ganz langsam reinrutschen, in der Hoffnung, da hinten wieder rauszukommen. Also wünsche mir viel Erfolg. So, liebe Leute, hat alles gut gegangen. Ich bin heil da runtergekommen, mehr rutschend als stehend oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das hier die Wolfsschluchtgrotte. Die Wolfsschluchtgrotte. Ja, wie gesagt, hier haben sich auch schon ein paar Wanderer niedergelassen. Ein kleines Feuer brennt. Das kann man natürlich wunderbar nutzen, um sich hier so ein bisschen aufzuwärmen. Ne? Wunderbar bei dem Wetter. Ja, was das hier einst wirklich war, kann ich wirklich schwer sagen. Irgendwelche geologischen Formationen aus Zeiten des Jura, Trias oder weiß ich was. Ne? Schön, sowas auf jeden Fall zu sehen. Aber keine Zeit hier weiter uns groß aufzuhalten. Wir gehen jetzt schon wieder hier weiter hoch. Und treten damit auch schon quasi wieder den Rückweg an. Aber ich denke, ich werde die Kamera wieder ausmachen, weil ich beide Hände brauche, um hier heil hochzukommen. Also bis später.
So, und damit sind wir auch schon wieder zurück beim Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Man kann es, glaube ich, so erahnen, wir sind ziemlich niedrig. Das meiste wird von der Mauer hier verdeckt. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade so ein bisschen verwundert, denn wir kommen jetzt quasi aus der Wolfsschlucht, auch vom Wolfsschluchtweg. Und da sehe ich hier, dieser Weg ist behördlich gesperrt. Hier entwickelt sich alt- und totholzreicher Wald, ungestört und wild und ohne den Einfluss des Menschen. Krank und abgestorbene Bäume werden bewusst nicht genommen. Es besteht unmittelbare Lebensgefahr. Stichwort Witwenmacher, was wir eben schon hatten. Ja, der Wolfsschluchtweg ist behördlich gesperrt. Aber diesen Weg bin ich gerade lang gekommen, laufe hier auf den Zaun zu und ich denke, was ist das dann schon wieder? Und ja, verwundert bin ich eben deswegen, weil wir von hinten rum zur Höhle gekommen sind, ohne irgendein Schild missachtet zu haben, irgendeinen Pfad verlassen zu haben, noch irgendeine Überschrankung überschritten zu haben. Also wenn sowas gesperrt ist, dann sollen sie es auch richtig machen. Messe nichts dran. Weiter geht's. Und zwar zurück zum Auto. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann da was essen. Weil ich kriege langsam Hunger, ne? Oder? Nee, wir machen das anders. Wir fahren jetzt erstmal weiter zu den externen Steinen. Dann ist er quasi schon wieder zurück Richtung Köln. Und da machen wir dann eine Rast und bereiten uns unsere wohlverdienten Maultaschen zu. Bis gleich. So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen fast schon bei den externen Steinen. Leute, hier sollen wir jetzt noch 4,50 Euro für einen Parkplatz zahlen. Ja, das reicht langsam, ne? Auf der A2 stand ein riesiges Schild, externe Steine. Und da gehst du dann nicht von aus, wenn du da die Abfahrt nimmst, dass du noch 40 Kilometer Landstraße fahren musst. Also so eine Scheiße, ne? Mann, hätte ich das hier, wo hätte ich mir den Riss gespart? Aber jetzt kommen wir immer hier. Jetzt gucken wir uns das hier auch an. Ja, ich habe bis da hinten irgendwo am Feldweg geparkt. Trotz der... wie heißt das hier? Hinweise, dass abgeschleppt wird. Aber Leute, kann nicht sein, ne? So, hier ist heute eh mit keinem Betrieb zu rechnen. Ich glaube nicht, dass ich abgeschleppt werde. Und dann ziehen wir das hier eben so durch. So, Fußweg, extern Steine. Wir sind richtig. Und gleich sehen wir uns bei den externen Steinen wieder. So, herzlich willkommen bei den externen Steinen im Teutoburger Wald. Leute, sieht das nicht geil aus? Also die externen Steine, das ist so eine ja, sehr markante Sandsteinformation, die hier wirklich so aus dem Nichts einfach so paff, so rausragt und hier bin ich, ne? Richtig genial. Und ja, das hat natürlich auch enorme kulturelle Bedeutung hier. Haben wir eben schon gesehen, hier Parkplatz und so weiter, wird natürlich alles vermarktet dann, um hier ein paar Euros zu machen. Davon werden aber dann auch natürlich die externen Steine in gewisser Weise auch, bewahrt, gepflegt oder wie auch immer, ne? Ja, in der Vergangenheit oder auch heute noch soll es so sein, dass die Steine eben auch spirituelle Leute anlocken, die glauben, dass das ein mystisch-magischer Ort ist, der eben ja sehr viel Kraft irgendwie bringt. Hier kann man auf jeden Fall auch hochgehen, ohne Eintritt zu bezahlen. Hinter mir seht ihr dieses Häuschen. Normalerweise zahlt man da 1 Euro, glaube ich. Wann war das? Ich war 2016, war das, meine ich. Da war ich hier gewesen, da bin ich hier schon mal hochgelatscht. Ne, da bin ich eben zu Fuß nach Berlin gelaufen und wusste gar nichts von den externen Steinen. Ziel war ja Berlin, was dazwischen liegt, wusste ich gar nicht, außer meine Pension, die ich gebucht hatte. Und so war das eine sehr willkommene Abwechslung. Ja, ihr seht das schon hier, ne? Eine wirklich richtig beeindruckende Formation hier. Ziemlich steile Treppe. Der Wind nimmt zu. Boah, jetzt bläst er hier. Ja, leider ist dann hier aber auch schon Feierabend. Ja, das war es dann, ne? Dafür müsste man dann bezahlen, beziehungsweise wiederkommen, wenn das Häuschen unten offen ist. Boah, Junge, heftig. Wahnsinn. Wenn man hier links diesen einen Stein von weitem sieht, könnte man wirklich Angst bekommen, dass der bei diesen Windböen vielleicht umstürzen könnte, ne? Also bis jetzt hätte ja alles gut gegangen. So, gehen wir wieder runter. Oh, bisschen Aussicht gucken hier. Nebenan noch so ein kleiner Teich. Da werden auch schon Fotos geschossen und so weiter. Ja. Ach, wir lassen das einfach mal laufen hier. Ich nehme euch hier mit, ne? Ja, wirklich viel los ist hier heute nicht. Ist natürlich wetterbedingt. Absolute Katastrophe hier heute, ne? Der wirkliche Sturm. Also 16 Uhr sollte es ja losgehen. Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube 4:15 oder so mittlerweile. Ja, vielleicht hält sich ja noch in Grenzen oder nur lokal beschränkt. Ne? Ja, dann gehen wir hier mal drunter durch. Oh, ich spüre schon, wie die Energie in mich übergeht und ich Kraft tanke. Geil. Was für eine Formation. Klasse, ne?
ja, dass das dann die Leute schon tausende Jahre lang immer wieder anzieht. Und hier auch, ich habe auch so Hexenfeiern gibt es hier wohl auch, ne? Da zieht die Leute die Menschheit magisch an, ne? Ja, und das ist eben dieser eine Schmale, wo ich meinte, dass man da Angst haben könnte, dass der umfällt bei dem Sturm hier, ne? Aber wie gesagt, het Jotijangen. Ja, und wir gehen jetzt auch schon direkt wieder zurück, ne? Wie gesagt, der Umweg hierher, hätte ich das gewusst, Leute, hätte ich mir das geschenkt, ne? Aber so waren wir dann schon mal unterwegs. Und dann haben wir das hier uns auch nochmal angeguckt. Genau, und jetzt Hunger wird natürlich nicht weniger. Und so würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Auto. Und dann gucken wir, ob wir da vielleicht vor Ort kochen, im Auto oder so. Weil hier draußen ist es echt so ungemütlich, jetzt hier irgendwie auf so eine Bank oder Tisch zu setzen in dem Wind. Ne? Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Auto wieder. So, damit herzlich willkommen hier an der B1 auf einem kleinen Rastplatz, ne? Eben auf dem Parkplatz von den Externsteinen. Da wäre das alles ziemlich ungünstig gewesen, weil man da, weil ich da eben, wie gesagt, nicht auf dem Parkplatz gestanden habe, sondern quasi in der Zufahrt. Und da wollte ich dann nicht noch weiter irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen. So sind wir jetzt schon weiter auf dem Weg, Rückweg Richtung Köln und genehmigen uns jetzt hier endlich das wohlverdiente Mittagessen. Heute gibt es Maultaschen, wie sollte es anders sein, aber heute mal was Neues und zwar in Fix für Hackfleisch-Käsesuppe. So, ist irgendwas mit Lauch und Zwiebeln und so ein Zeug, riecht auf jeden Fall schon mal sehr würzig und wenn das hier durchgegart ist, geht es zur Verköstigung, sofern nicht vorher das Auto abgefackelt ist oder ich den Pott hier runtergerissen habe. Ist natürlich alles andere als ideal hier im Auto zu kochen, ne? Aber draußen ist es halt zu ungemütlich und immer wieder regnet es dabei und Wind und Ne, dann machen wir heute mal so, muss das Beste draus machen. Und dann sehen wir uns gleich zur Verköstigung wieder. So, das Essen ist angerichtet, ohne das Auto abgefackelt zu haben. Groß geschlabbert habe ich auch nicht, aber gegessen haben wir ja noch nicht. Da ist noch einiges an Potenzial drin, hier alles einzusauen. Und so würde ich sagen, beginnen wir dieses Mal mit einer Fruchtbuttermilch Himbeer. Prost! Ja, könnte ein bisschen kühler sein. Trotzdem schmeckt die gut. Ja, jetzt gucken wir mal hier diese Lauchsuppe mit Maultaschen. Ein bisschen Suppe noch. Ja, also das harmoniert tatsächlich nicht so dolle, aber war mal ein Versuch wert. Für den Hunger zu stillen reicht es auf jeden Fall, also guten Appetit. So, da sind wir auch schon wieder unterwegs, fahren jetzt auf die, ich glaube die A33, kann das sein? Ja, wir fahren die 33 Richtung Bielefeld, haben jetzt gerade die B1 verlassen. Leute, als losgefahren bin, fing das sowas von an zu regnen und zu stürmen. Das Auto wurde hin und her geschmissen bei diesen Witterungen. Und da kann einem schon mal da die zweite Hand mit ans Lenkrad gehen, dass man hofft, hoffentlich geht das gut. Ne? Ja, het aber Jotijange. Jetzt kommt, glaube ich, auch die richtig spannende Zeit, punkto Wetter. Wir haben jetzt 10 vor 17 Uhr. Und haben noch 187 Kilometer zurück bis nach Köln. Also da kann noch einiges passieren. Ne? Deswegen heißt es für mich ist natürlich ist auch volle Konzentration und kein unnötiges Risiko eingehen und so weiter. Und damit würde ich sagen, falls nichts weiter dazwischen kommt, melde ich mich dann in Köln nochmal wieder. Ansonsten zwischendrin. Lass uns einfach überraschen. Bis später. Und zack, herzlich willkommen zurück in Köln, genauer gesagt in Ehrefeld. Wir verlassen gerade die A57 und treten jetzt die letzten Kilometer Heimreise bis nach Hause an. Wir haben heute knapp 500 Kilometer sind wir Auto gefahren heute, haben sehr schöne Dinge gesehen auf den paar Stunden Freizeit, die wir hatten. Wir haben gearbeitet, mittlerweile haben wir 18.43 Uhr. Leute, was für ein ereignisreicher Tag. Unfassbar. Die meiste Zeit jedoch haben wir im Auto gesessen. Ne? Ja, ist halt so. Oh, die nächste Tour nach Feierabend steht auch schon an. Und
die wird, glaube ich, sogar nach diesem Video schon stattfinden. Da bin ich eine Woche lang nonstop unterwegs, Planungsstand derzeit. Ja, dann gerade noch so ein paar Worte zum Wetter. Also es war extremst windig unterwegs und ich finde das richtig anstrengend zu fahren. Ne? Dann kommt wieder so eine Windböe, die klatscht dich zur Seite, musst du wieder einfangen, das Auto und richtig ätzend. Dann lieber Regen, aber kein Wind. Ne? Dafür hat es jetzt nicht geregnet. Also man kann nicht alles haben. Hier, wenn ich so rausgucke auf der Straße, überall alles voll mit Blättern und jede Menge Äste und all solche Sachen. Ja, was der Sturmschaden gebracht hat, wird jetzt die nächsten Tage offenbaren. Dann geht das Gejammere von den Versicherungen wieder los. Man kennt das, ne? Gut, stechst du drin, liebe Leute. Ich bin raus an dieser Stelle, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.